Herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der DAX verabschiedete sich am Freitag mit einem Zugewinn von knapp 1,4% ins Wochenende. Auf Wochensicht legte er insgesamt gut 4% zu. In der Woche zuvor verlor der Deutsche Leitindex allerdings auch schon rund 10%. Blicken wir damit nach Frankfurt zu unserer Korrespondentin Franziska Schimpke. Franziska, wie kündigt sich denn der Handelsstart heute in die neue Woche an? Ja, einen schönen guten Morgen erst einmal aus Frankfurt. Natürlich stehen die Zeichen weiterhin ganz klar hier im Handel auf das Thema Ukraine-Krieg und Krise. Und zuletzt war es eben die Hoffnung auf eine Annäherung der Parteien Russland und Ukraine. Und das ist auch etwas, worauf man jetzt zum Auftakt in die neue Woche weiter setzen wird. Somit gehen wir davon aus, dass der deutsche Leitindex sich erst einmal von seiner freundlichen Seite präsentiert. Allerdings Schwankungen, heißt es von Seiten der Experten. Die dürfte es auch innerhalb dieser Woche ganz klar weitergeben, denn jeder Rücksetzer in dieser Hoffnung, dass man sich irgendwie einigen kann, ist natürlich ein Belastungsfaktor für die Märkte. Wirft man jetzt einen Blick auf die Vorgaben, dann setzt man auch in Japan auf dieses Fünkchen Hoffnung. Der Nikkei ist mit einem Plus von 0,6% aus dem Handel gegangen. Shanghai Composite und auch der Hang Seng allerdings deutlich im negativen Bereich. Da ist es allerdings das Thema nächste Corona-Welle, was für Ungemach sorgt. Und an den Märkten in den USA, da hat sich der Dow Jones am Freitag nicht so hoffnungsvoll präsentiert. Es ging letztlich um 0,7% nach unten und auch auf Wochensicht gesehen hat der Dow knapp 2% verloren. Vielen herzlichen Dank nach Frankfurt, Franzi. Soweit der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Kommen wir damit zur Marktidee. Die ist heute Adidas. Die Aktie des Sportartikelherstellers war bis zum August 2021 auf ein neues Rekordhoch angestiegen. Der damit verbundene Ausbruch über die alte Bestmarke erwies sich allerdings als kurzlebig. Seither etablierte das Papier einen mittelfristigen Abwärtstrend, der die Notierung bis auf ein Zwei-Jahrestief bei gut 170 Euro absacken ließ. Dort wurde eine Erholungsbewegung eingeleitet. Diese enthielt mit der Veröffentlichung der Geschäftszahlen und eines positiv aufgenommenen Ausblicks am 9. März zusätzlichen Auftrieb. Eine ausführliche Chartanalyse finden Sie unter www.ideas-daily.de. Das war die aktuelle Ausgabe von Ideas Daily TV. Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse und bis morgen.